So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Feuer um Mitternacht. Ja, wie ihr schon bemerkt habt, ging es eine ganze Weile hier nicht weiter. Ja, einmal halt aus technischen Gründen und einmal hatte ich auch nicht so viel Zeit, hier wirklich was zu tun, beziehungsweise eine Aufnahme zu machen. Naja, dafür habe ich aber auch trainiert. Und zwar ist unsere gute Kaya jetzt auf Level 16, genauso wie Tarian? Tarian, genau, Tarian. Genau, Tarian hieß der. Ich weiß gar nicht, was der vorher war. Egal. Ja, gelernt hat sie den Spalt. Den gucken wir uns nachher mal an. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt in diese Höhle und gucken, was Tarian da überhaupt wollte. Ja, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ja, weiß ich selbst nicht mehr. Aber ihr müsst es, glaube ich, am besten wissen. So. Ui, da finden wir doch schon gleich mal was Tolles. Das ist schön. Meins. So. Sieht ja sehr einladend aus. Nichts? Nichts? Warum? Eine Fledermaus. Ne, dich ignoriere ich jetzt. Nur eine Fledermaus. Und eine Truhe, die. Ey, geh weg. Ich will nur die Truhe haben. Und was war drin? Hier lag eine Hellbarre. Okay. Können wir die benutzen? Ich weiß es nicht. Dahin bitte. Ja, für sie. Das ist gut. Fähigkeit geht ein bisschen runter. Das ist schlecht. Egal. Wir nehmen's. Passt schon. Ach, komm her, du Vieh. Wow, ist der Ton laut. Gut. Dann gucken wir uns mal Impuls von Tarian an. Und von Kaya diesen Spalt. Nett? Das ist nett. Ach so, er konzentriert sich damit nur. Ah ja, steht ja da oben. Ich sollte mal lieber lesen. Schlägt zurück, ignoriert Schutz. Wir versuchen's. Ach ja, genau, bei ihr hatten wir uns ja das angeguckt und sie greift dann wieder ganz normal an. Wenn sie treffen würde. Ist das Vieh gerade abgehauen? Ist das Vieh auch gerade abgehauen? Ey, das ist eine Sauerei. Tschüss. Daneben. Nicht? Du. Blöde. Motte. Pah. Mit euch spiele ich nicht mehr. Okay. Mit euch spiele ich wohl doch noch ein bisschen. Tschüss. Genau. Es ist echt schön zu sehen, wie ihr abhauen könnt. Das ist richtig klasse. Muss ich schon sagen. Beginnt ja echt toll. Oh nein, sie stirbt. Das beginnt nicht toll. Sie ist tot. Scheiße. Och. Menno. Das ist nicht schön. Haben wir überhaupt was zum Wiederbeleben? Ja, wir haben was zum Wiederbeleben und wir sollten es dringend aufstocken. So, und jetzt stirb. Bitte. Bitte? Ey, ich habe ganz lieb bitte gesagt. Würdest du mir den Gefallen tun, bitte? Danke. Geht doch. Gut. So, jetzt hat sie es aber ausgespielt hier. Ich ein Auge. Ein Au Hi, voller Feuer. Voller? Was? Feuerdingens Auge. Ich mag keine Augen. Die sehen so glubschig aus. Die sind einfach zu besiegen. Vielleicht ändere ich meine Meinung doch. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Tschüss. Geht doch. So. Ja. Wir gehen erstmal hier blank. Die Gitter sehen zwar alt. Was? Sehen zwar alt, aber recht stabil aus. Ich könnte sie mit meinem Schwert wohl kaum zerschlagen. Es muss einen anderen Weg hindurchgehen. Ja, ja. Zum Beispiel daneben an gleich. Wo eine nette, liebe Fledermaus wartet, nicht vernichtet zu werden. Oh, kommen wir da hin? Ah, heiß, heiß! Ich will es trotzdem haben. Nein, geh weg. So, ein Hebel. Ach ja, gut, dass wir genug Heilung dabei haben. wo kam die denn her? Wo kam bitte denn die her? Ja. Genau, hau ab. Finde ich gut. Aber für die XP ist es nicht gut. Egal. Na, 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 na. Man trinkt hier nicht von fremden Leuten. Das macht man nicht. Hat dir deine Mutter das nicht beigebracht? So. Schalter umlegen. Dieser Schalter könnte den Mechanismus bei dem vergitterten Eingang lösen. Klemmt irgendwie. Fester ziehen, loslassen. Fester ziehen! Na geht doch! Jo. Ja, geh weg! Oh! Du doofes Vieh! Oh. Heilung! Trotzdem doofes Vieh! Nee, Fokus hilft nicht gerade besonders viel. Jo. Okay. Doch, war's gut. Egal. Kaya müsste auch erstmal nächste Runde definitiv heilen. Passt. Tarian, los. Ein bisschen schneller. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Danke. Und jetzt noch ihr. Geht doch. Ab nach dort. Was zum... Na toll! Wir sind inmitten eines Vulkans gelandet. Lass uns hoffen, dass er nicht gerade jetzt vorhat auszubrechen. Wir müssen einen Weg über die Lavasee suchen. Willst du etwa durchschwimmen? Na, viel Spaß! Wenn es sein muss. Aber... das ist gar nicht nötig. Wir springen einfach... über diese Felsplatten. Na, ich habe es befürchtet. Klasse. Kann er das nicht selber machen? Okay, da lang. Oh, da liegt was. Meins. Das ist meins. Das ist meins. Meins, meins, meins. Dass bei dieser Hitze hier überhaupt noch etwas leben kann. Ja, du bist auch das beste Beispiel. Egal. So, hier rüber. Da kommen wir nicht lang. Muss jetzt nicht, nein, nach unten. Da liegt was. Was ist das? Nimm auf! Nun! Sieht aus wie eine Riten. Richtig? Riten, Riten, Riten. Da, da, da steht's. Hebt Angriff um 5. Den heben wir uns auf. Alter Gral? Wir hatten noch einen alten Gral? Und das zweimal? Oh. Oh. Das wusste ich gar nicht. Gut. Wieder zurück. Rüber? Nicht rüber? Okay. Okay. Willst du mich verarschen? Spring doch mal darüber. Ach so. Sieht aus wie ein Durchgang.
Wenn ich mich eng genug an die Wand drücke, sollte ich unbeschadet an der Lava vorbeikommen. Hindurchgehen lieber lassen. Hindurchgehen! Ui, was ist das denn? Hier müssten die Steine irgendwo sein. Woher willst du denn, was? Woher willst du denn das so genau wissen? Siehst du die beiden Drachen da, da hier? Laut meinen Informanten sollen sie in der Nähe zweier versteinerte Drachen zu finden sein. Vielleicht mal die Augen untersuchen? Na, was sagt's denn? Hier sind ja zwei dieser Schmuckstücke. In den Augenhöhlen? Na, das ist ja nicht unbedingt ein gutes Versteck. Bestimmt werden sie bewacht. Natürlich werden sie nicht unbewacht sein. Ich wette, wenn ich diese beiden Steine aus der Skulptur entferne, passiert natürlich irgendwas. Na, was sagt's denn? Was zu... Oh, nee. Oh, nee. Nee. Nein. Oh, ich will nicht. Oh, bin ich begeistert. Geht ja wohl nicht anders. Naja, dann. Hoffen wir mal nicht, dass die so stark sind, wie sie aussehen. Haben wir wenigstens was für die MPs. Ein bisschen. Das ist schon mal was wert. Das war ein Scherz, ne? Oh, es beginnt klasse. Es ist... Ach ja, ist es nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Ach ja. Ein Drachen am Morgen, das erweckt doch gleich Kummer und Sorgen. Oder so eine Art. War zwar jetzt ein falscher Spruch, aber egal. So. Dann... zeigen wir denen mal, dass wir nicht nur immer in Ohnmacht fallen können. Ne, Tarian? Das wird ein langer Kampf. Ich sag's doch, das wird ein langer Kampf. Okay. Andere Vorgehensweise. Ich will was anderes ausprobieren. So. Und zwar... wird er sich ein bisschen um die Heilung kümmern und sie greift erstmal mit Spalt an. Na, ja, ob das gut geht. Ich glaube, ich hätte doch noch ein bisschen trainieren sollen. Ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Ach komm, seid doch mal ein bisschen freundlicher. Geht man so mit anderen Leuten um? Ganz bestimmt nicht. Okay, das wird definitiv nichts werden.